Einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Forspoken. Wir haben gestern die Tanta Pruff erledigt und jetzt probieren wir mal die Magie von der Tanta Pruff aus. Und mal so. Okay. Das ist cool. Ich habe aber noch andere Sachen. Zum Beispiel die Pfeilserie. Yep. Cool. Jetzt kann ich aber sonst noch gar nichts ausprobieren. So, ab hier hoch. Was ist jetzt los? Ich muss nochmal eins suchen. Ich will aber noch den Fotospot hier mitnehmen. Weil ich brauche noch 4 Fotos, damit... Oh, wie schön. Damit wir diese den kleinen Belgern in Zipol zeigen können. Ein cooles Bild. Das will ich sogar als Wallpaper bei mir auf dem Handy nehmen. Fertig. Das muss reichen. Mehr Mana 24. Müsste ja, glaube ich, wieder reichen für das hier, oder? Richtig, für den Rauchschleier. Okay. Dann müssen wir nach drüben. Und noch hoch. Erreiche das andere Ufer. Ah, dann können wir das Gleiten ausprobieren, ja. Snowboarden im Wasser. Cool. Das ist jetzt also wirklich geil. Und hopp. Ein bisschen Mana einsammeln. Wenn du suchst, es könnte noch eine Möglichkeit geben. Wie das? Unser Freund Bruchbob hat früher eng mit Tanta Cinta kooperiert. Vielleicht weiß er mehr über deine Herkunft. Es ist noch nicht zu spät, das Balchenharz nach Sipol zu bringen. Ja, okay. Wir müssen uns beeilen, wenn du den alten Mann retten willst und die anderen Opfer des Bruchs. Okay, dann nichts wie weg von hier und zurück nach Sipol. Du kannst jetzt schnelle Ortswechsel nutzen. Ja, ja. Kehre nach Sipol zurück. Zeig mir mal die Map. Samum-Küste. Da ist noch ein Fotospot. Ein zweiter. Was ist das da? Burg Avoalet. Als was zählt das hier? Keine Ahnung. Mich noch ein bisschen hier umgucken. Doch sicher noch das ein oder andere zum Erledigen hier. Ab nach drüben, komm. Dann nach oben. Sehr gut. Hey! Guck mal, Gegner. Nun tu doch was. Ja, ich bin ja dran, mein Gott. Mach mal da die Schlange. Was habe ich sonst noch so? Waschung. Oh, die habe ich jetzt vergiftet, ha? Was ist das? Was habe ich gemacht? Ich weiß es nicht. Rauchschleier. Dann sehen die mich nicht so, ha? Und das Verlies? Macht was? Ah ja. Das Problem bei der Magie hier ist, fuck, ey. Könnt ihr mal ein bisschen in Ruhe lassen? Mahlstrom, komm. Das sagt sich so leicht. Voll auf die 12. Das ist gefühlt die schwächste Magie von allen. Kann das sein? Machen wir da den Pfeilhagel. Okay. Waschung. Sag mal. Na komm. Also da der Pfeilfächer gefällt mir fast am besten. Der macht irgendwie auch am meisten Damage gefühlt. Ja gut, guck mal. Ja, der gefällt mir am besten. Da kannst du auch mehrere auf einmal treffen, wenn du willst. Ich muss jetzt hier wahrscheinlich die Burg. Hey, das hier sieht echt einmalig aus. Fotografieren, oder? Oder die Festung. Nee, die Wasserkugel dort.
Okay, nee, es hat alles fotografiert. Noch zwei Fotos und dann haben wir alles. Beziehungsweise dann können wir das Ding den Belgern wieder zeigen gehen. Nice. Geh da mal zurück in die Festung rein. Warum geht es jetzt nicht mehr hier? Geht doch jetzt. Guck mal. Aber was soll ich denn hier machen? Ist das gar nichts, was ich, das bringt mir gar nichts hier, ne? Gehen wir mal zum, Monument. Oh, shit. Komm. Schwimm mal. Sehr gut. Es ist wenigstens nützlich, dass ich jetzt so schwimmen kann. Aber die ganze Zeit auf Kreis bleiben und dann kommt eigentlich alles gut. Ach shit, da hoch muss ich. Wo komme ich denn da hoch? Absolut keine Ahnung. Ja, gehen wir da ran, danke. Super. Ja, und jetzt? Ja, das geht. Sehr schön. Muss. Come on, ey. Ach, ich weiß doch nicht. Komm, wir gehen jetzt zurück nach Sipol. Sag mal, gesamte Karte anzeigen. Genau, zwei Königreiche gibt es jetzt noch, ne? Visoria und Jenun. Wir müssen allerdings nach Sipol. Dann machen wir das. Und wenn ich echt eine Tante-Tochter bin? Wie soll ich das den Leuten erklären? Ich würde sagen, gar nicht. Ja, würde ich auch sagen. Die Tantas sind zu Hassfiguren geworden. Man wird dich wohl kaum zu deiner illustren Herkunft beglückwünschen. Ja, sie verbreiten nicht gerade Gänseblümchen und Partystimmung im Land, was? Früher oder später wirst du vor einer großen Entscheidung stehen. Du meinst, ob ich meine Mutter umbringen soll? Wenn die Zeit kommt und wie du dich auch entscheidest, ich werde dir helfen. So tun, was nötig ist. Okay, schön. Aber erst finden wir raus, ob unser Kumpel Bob ein paar Antworten hat. Klingt nach einem sinnvollen Plan. Da gab's mal so. Da müssen wir. Ah ja, da in dieser einen. Im Gerichtssaal oder im Ratssaal oder so. War aber nicht in Erinnerung, dass der Bruchbob da drin ist. Nächste Phase von Freys Abenteuer. Ja, ja, ja. Hat mir nicht dieser Bob erwischt. Alter Mann. Wie geht's dir? Tipptopp, junge Frey. Tipptopp. Durchhalten, ja? Du musst weiterkämpfen. Der Kampf ist jetzt der deine.
Aber... Ich weiß. Ich weiß. Du willst zurück nach Hause, mein Kind. Wusch. Nicht nur wusch. Ich habe so viele Fragen. Ich seh's. Mir scheint, du hast den Heimweg schon gefunden. Oder? Wusstest du? Nicht sicher, bis jetzt. Die Augen. Beschütze. Ja. Am Ende erfahre eine bittere Wahrheit, gefolgt von einer Hiobsbotschaft. Tja, Tochter Sintas. Das ist ein beschissenes Schicksal. Hauptsache, ich krieg wieder ein bisschen Mana. Aber Profs Magie gefällt mir irgendwie gar nicht, bin ich ehrlich. Ja, schon wieder speichern. Ihr meint's ein bisschen gut mit dem ganzen Speichern, ne? Fuck! Bruchbob war meine letzte Chance, hier rauszukommen. Und jetzt stecke ich in dieser Welt fest! Tut mir leid, dass der Tod meines Vaters dir ungelegen kommt. Das war so nicht gemeint. Nein. Ich habe meinen Vater verloren, kaum dass ich ihn zurück hatte. Ich wollte mehr Zeit mit ihm verbringen. Er war alles, was ich hatte. Doch am schwersten hast es natürlich du. Nein, ich hab nicht... Nachgedacht? Hä? Nein, du scherst dich ja nur um dich selbst. Das... Mein Volk hat so viel verloren. Wir müssen in dieser Welt nun einmal leben. Es geht hier um meine Heimat. Aber bitte lass dich von unserem Schmerz und sicheren Untergang nicht in deinem Selbstmitleid stören. Okay, voll fair. Fair? Das ist also nicht fair. Was unfair ist, ist, dass die Einzige, die uns... helfen kann, zu egozentrisch ist, um es zu tun. Ich habe für euch Blut vergossen. Du warst hier willkommen. Du warst fremd, furchteinflößend und trotzdem warst du willkommen. Weil ihr mich braucht. Was ist daran so schlecht? Menschen brauchen einander. Wir helfen einander ohne zu murren. Das ist Essias Brauch. Es war nicht zu erwarten, dass du das verstehst. Denn du gehörst nicht zu uns. Nein. Nein, weißt du was? Du hast recht. Ich bin hier nicht aufgewachsen. Ich konnte nicht mein Umfeld um Hilfe bitten. Ich konnte nicht losziehen mit Freunden in eine Bar. Ich konnte nicht draußen mit den Kindern spielen oder die schöne Natur genießen. Ich hatte keine Mutter und keinen Vater. Keiner wollte mich. Oder liebte mich. Also... ist mir egal, was mit Ethia passiert. Ob ihr es rettet oder verbrennt, ist doch komplett scheißegal, weil es nicht meine Heimat ist. Geh einfach. Geh jetzt. Aber gerne, na klar. Das ist aber eine blöde Kuh.
Ja, wir sind im 10. Kapitel angekommen. Wohin jetzt? Gute Frage. Die nächste Tanta umlegen, würde ich behaupten. Aber das will ja Frey wahrscheinlich nicht mehr. Du hättest etwas netter sein können. Du hältst dich aus. Ihr Vater ist... Ja, das weiß ich selber. Du musst dich jetzt zusammenreißen. Mach mir keine Vorschriften. Immer reiße ich mir den Arsch für alle anderen auf. Warum kann ich nicht mal tun, was ich will? Du stammst aus Ethia. Das sollte dir schon wichtig sein. Scheiß drauf! Ich bin hier zwar geboren, aber ich bin New Yorkerin durch und durch, Arschloch. Und es ist nirgends besser als daheim. Ich gebe nicht auf. Ich finde einen Weg von hier weg. Es muss was dazu im Archiv geben. Frey, bitte, warten wir doch einen Moment. Genug gewartet. Genug von dir. Also, so wie sie in New York gelebt hat, ist Ethia sicher die bessere Heimat. Aber gut. Wir haben's für heute. Ich sehe euch, oder wir sehen uns morgen wieder. Habt noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.